Hitparaden, Preisträger und ihre Macher. Eine Serie in zwei Folgen. Heute preisgekrönte Autos und purer Luxus. Welches ist das beste Auto und wie wird es gewählt? Die besten Fälschungen, ein Preis gegen Produktepiraten. Wie wird man zum besten Hotel der Luxusklasse? Und in Swissmade, der Weltmeister und sein seltsames Gefährt. Den Ford einen Meter nach vorn, den Mercedes zwei Meter zurück und das Ganze etwas nach links bitte. Für Stefanie Bock, Fotografin der Zeitschrift Autobild, ist dies an diesem Samstagmorgen das wichtigste Bild, das sie machen muss. Gefragt ist ein Gruppenfoto mit Autos, Redakteuren und Technikern aus 12 europäischen Ländern und Rennfahrern wie Heinz Harald Frenzen. Diese bilden die Jury, die für die Autobildgruppe, ein Unternehmen des Axel Springer Verlages, Europas Auto 1, eben das beste Auto dieses Jahres, erküren wird. Das Stell-Dich-Ein der Rennfahrer, neben Frenzen sind auch Mika Salo, Olivier Panis und die Senioren Michele Alboreto und Marc Sura dabei, findet statt auf einer Teststrecke bei Chantilly, 100 Kilometer nördlich von Paris. Sind die Fotos einmal im Kasten, sind die Jurymitglieder nicht mehr zu halten und jagen ihre Testobjekte über die Piste. Das sollen sie auch, denn der Verlag der Autobild-Gruppe lässt sich die Vergabe des Preises etwas kosten. Der Hintergedanke ist natürlich, wie eigentlich jeder Preis, den man vergibt, ein Marketingansatz. Wir haben aber gesagt, bei unserem Preis, wir wollen nicht, wie alle anderen Preise, entweder eine unbekannte Jury aus Journalisten oder sonst wem wählen lassen. Wir wollen auch nicht nur den Lesern das Wort lassen, denn die kennen die Autos meist nur aus den Blättern, haben also eine vorgefertigte Meinung. Deswegen haben wir einen Preis gefunden, der sich aus beidem zusammensetzt. Einer Wahl der Leser und anschließend einem Test. Ende des vergangenen Jahres haben 10 Millionen Leser ihre Favoriten erkürt. Die nationalen Sieger dieser gemäß Veranstalter größten Jury der Welt: S-Klasse von Mercedes, Audi TT, Alfa 166 und Ford Focus. Die Techniker bilden einen Teil der Jury. Sie nehmen die Fahrzeuge genauestens unter die Lupe. Verglichen werden sie nicht untereinander, sondern mit Konkurrenten aus der gleichen Klasse, also der Focus mit dem A3 oder Opel Astra. Wir haben hier zu beurteilen die Qualität, die Verarbeitungsqualität, die Qualität der passiven Sicherheit, die Qualität des Motors, die Leistungsaufbau des Motors. Wir legen besonderes Augenmerk auf die verarbeiteten Materialien, auf die Kunststoffe, sind sie recyclingfähig, sind sie nummeriert. Wir kontrollieren des Weiteren die Lackstärke, den Lackaufbau, vor allem auch im Bereich der Steinschlagmöglichkeiten. Das ist unsere Aufgabe hier. Die Juroren aus der Vollgasbranche wie Heinz-Harald Frenzen sollen zum einen Kompetenz markieren, zum anderen auch die Autos im Grenzbereich der Höchstgeschwindigkeit testen. Deshalb Vollgas für den Audi TT bis 280 km in der Stunde. Am Steuer einer, der noch weit höhere Tempi, dafür weniger Komfort gewohnt ist. Für Frenzen war die S-Klasse von Mercedes das beste Auto. Beim Coupé aus Ingolstadt waren seine Bedenken bezüglich Handling doch zu groß. Jedes Auto für sich hat eine besondere Charakteristik. Also wenn man jetzt den Audi TT nimmt, der gefällt mir unheimlich gut von innen, auch von außen, aber von innen noch mal eine Riesenportion mehr. Das Design ist durch und durch super gelungen, also gefällt mir sehr, sehr gut als Wagen. Bin aber mit dem Handling nicht ganz zufrieden. Das Heck ist sehr nervös, wenn man in der Kurve plötzlich bremst. Auch bei Nässe dürfte man vor der Kurve nicht zu ruckartig vom Gas gehen, geschweige eben zu bremsen. Mein Aufgabenbereich hier beim Testen ist, zu sehen, wie das Fahrverhalten ist. Das Handling bei zügiger Fahrt, dann auch die Bremse ein bisschen genauer zu untersuchen und alles das, was vom Fahrer ausgeht.
Rennfahrer schauen aufs Fahrwerk, auf Lenkung, Bremse und Handling. Chefredakteure auf den Fahrkomfort, den Fahrspaß, auf Design und auf die Sicherheit. So wird die Funktionstüchtigkeit von elektronischen Fahrhilfen wie ABS ebenso getestet wie das Fahrverhalten auf normalen Straßen. Wenngleich auch hier die Reifen quietschen und der Fahrstil alles andere als normal ist. Die Chefredakteure lassen es sich auch nicht nehmen, die Wagen zur Höchstgeschwindigkeit zu treiben. Immer die schnellsten, teuersten und exklusivsten Fahrzeuge zu testen, hat die Gilde der Autojournalisten und damit auch solche Jurierungsveranstaltungen in den Verruf gebracht, bestechlich und manipulierbar zu sein. Denn mit Auszeichnungen wie Auto 1 kann die eine Automarke die andere derselben Klasse leicht ausbremsen. Das kann eigentlich bei uns nicht passieren, weil zunächst mal, wie gesagt, die Leser das Wort haben, uns hier eine Vorauswahl hinstellen und dann höchstens nationale Interessen noch eine Rolle spielen. Das sieht man bei der Bepunktung der Fahrzeuge hier dann doch. Aber es kommt eben doch eine sehr gesunde Testmischung zusammen. Die Wahl der Leser und die Beurteilung der Autos durch die Jury ergeben eine erstaunliche Rangliste. Den Titel Europa Auto 1 erringt in diesem Jahr der Audi TT. Der kleinste ist diesmal der größte, titeln denn auch die Veranstalter in ihrer Laudatio. Sieger ist ein Auto, das dem Verbraucher in Istanbul, Flensburg oder Athen höchstens als Spielzeug oder Drittwagen dienen kann. Die Vorgabe bei der Wahl ist immer, die Leute sollen kein Traumauto wählen, sondern das vernünftigste Auto. Das kann natürlich auch mal, wie wir jetzt sehen, ein Audi TT sein, weil er im Preis in Ordnung ist, weil er eben schick ist und weil er, glaube ich, auch alterstauglich ist. Aber es ist in der Tat eine Überraschung, dieses Auto, denn in der Vergangenheit haben die Leser immer sehr vernünftig gewählt. Aus der Viererbande, die zur Wahl stand, ist damit ein Preisträger hervorgegangen, ein unvernünftiger allerdings. In der Tat liest sich die Liste der vergangenen Sieger verbraucherfreundlicher. VW Golf, Audi A4, Alfa 156 oder der 5er von BMW. Der Titel Auto des Jahres ist die traditionsreichste Auszeichnung der europäischen Automobilindustrie. Seit 1964 stehen jeweils 5 vorselektionierte Autos zur Wahl. Sieger in diesem Jahr die Neuentwicklung Focus aus dem Hause Ford, angetreten gegen den Golf und seine Klasse. 55 Fachjournalisten aus 21 Ländern bilden hier die Jury. Sie kennen die Kandidaten aus eigener Fahrpraxis. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Innovation, nicht beim Publikum. Wir müssen in unserer Jury nicht immer den Publikumsgeschmack volltreffen. Wir beurteilen eben das Paket, das angeboten wird. Ob dann das ein Erfolg wird an der Verkaufsfront, das muss nicht sein. Wenn unser Paket, das wir wählen, wenn das gut ist, dann heißt das, die Technik stimmt. Wir finden, das Design ist gut. Aber ob dann das wirklich ein Erfolg an der Verkaufsfront wird, also beim Publikum gut ankommt, das ist nicht unbedingt eine Bedingung. Die Auszeichnung Auto des Jahres ist für jeden Hersteller eine besondere Herausforderung. Denn der Titel kann wie kein anderer in der Automobilindustrie marketingmäßig ausgenutzt werden. Das hat Ford auch nötig, denn seit Jahren fehlt den Kölnern ein Erfolgsmodell. Zumal der Escort, Vorgänger des Focus, inzwischen ein veralteter Ladenhüter ist. Die Heirat von innovativer Technik und neuem Design, auch im Innenraum, soll das Modell und damit die Firma auf die Erfolgsstraße bringen. Die Auszeichnung durch eine unabhängige Jury, die den ältesten und renommiertesten Preis der Branche vergibt, kommt dabei den Marketingstrategen gerade recht. Ich glaube, die Auszeichnung des Autos des Jahres hilft sich ja gerade im Frühstadium der Markteinführung, einfach Kunden eigentlich zum Händler zu bewegen und auch letztendlich vielleicht einen Kaufvertrag abzuschließen. Das ist einfach ein Vertrauensbeweis, ein Gütesiegel, was einfach bei der Kaufentscheidung, glaube ich, hilft. Das heißt, das Auto ist sehr erfolgreich. Ich denke, das Auto des Jahres hat dabei mitgeholfen. Das Gütesiegel muss jedoch zuerst beim Kunden ankommen, weshalb flugs die Werbekampagne entsprechend ergänzt wird. Zwar waren vergangene Sieger nicht zwingend ein Markterfolg, dennoch schmückt das Signet Auto des Jahres seit der Wahl im November nicht nur Inserate und Werbespots, sondern auch die Webpage von Ford. Den Auftrag, den prestigeträchtigen Titel in möglichst viele Verkäufe umzusetzen, hat die Werbeagentur Young & Rubicam, die das Werbebudget für die Lancierung des Ford Focus verwaltet.
Ein Budget, das schon vor der Auszeichnung mit großzügigen 100 Millionen Mark dotiert war. Neue Inserate-Kampagnen mit dem Titellogo werden da gerne bezahlt. Ja, ich denke, die Mehraufwendungen sind an sich nicht das Thema. Es ist eigentlich mehr von der positiven Seite zu sehen. Wie Sie ja schon festgestellt haben, werden wir einfach unsere Werbekampagne um das Auto des Jahres-Element einfach erweitern. Das heißt, unsere Werbekampagne wird an sich noch stärker dadurch und auch, ich denke, noch gehaltsvoller für den Konsumenten. Ford misst wie frühere Preisträger dem Titel große Bedeutung zu und investiert viel Geld in die werbemäßige Umsetzung im Kampf um den Konsumenten. Ähnliches tun die Konkurrenten mit anderen Auszeichnungen, die in den vergangenen Jahren wie Pilze in die Medienwelt geschossen sind. Es droht ein Overkill an Preisen als Werbeargument. Ich denke, wir haben die Schmerzgrenze erreicht. Ja, mehr Preise würden allen Beteiligten nicht dienlich sein, weder der Werbeindustrie noch der Automobilindustrie, weil dann alle Beteiligten nicht mehr in der Lage wären, den einzelnen Preis so in den Vordergrund zu stellen, dass der Verbraucher ihn wahrnehmen könnte. Längst bevor die 55-köpfige Journalistenjury ihre Wahl trifft, sind die Produktionsstraßen für neue Modelle eingerichtet und die Endkontrolle perfektioniert. Ford hat, seit es den Titel Auto des Jahres gibt, dreimal die begehrte Auszeichnung erhalten. Nun sind die Kölner über den Titel für den Focus besonders froh. Denn die neue New Edge-Linie im Design ist gewöhnungsbedürftig und das Publikum ist gegenüber der Marke, trotz des Slogans Ford, die tun was, skeptisch. Ford ist lang abgedriftet, hat gedacht, wir investieren nicht viel Geld in Entwicklung, wir gehen einen einfachen Weg und hat solche Produkte auf den Markt gebracht, die nicht sehr überzeugend waren. Das hat sich jetzt auch ausgewirkt bei den Verkaufszahlen. Jetzt hat man wieder investiert, hat etwas Neues kreiert und das Publikum ist sich noch nicht sicher, können wir der ganzen Sache trauen oder nicht. Ich meine, das Design ist revolutionär. Es kommt nicht in allen Ländern gut an. Was ich gehört habe, in der Schweiz kommt es besser an als in Deutschland. Also wir müssen vielleicht in 2 Jahren mal schauen, was daraus geworden ist. Für Ford steht fest, das Modell ist ein Erfolg, mit oder ohne Titel. Bereits seien, so die Konzernleitung, über 200.000 Exemplare hergestellt und verkauft. Für einzelne Modelle gäbe es gar Wartefristen. Autos lassen sich nicht fälschen, Spielzeuge dagegen schon. Und auch dafür gibt's Preise. Spielwaren sind rund um den Globus ein Milliardengeschäft. 30 Milliarden Franken in den USA, 17 Milliarden im EU-Wirtschaftsgebiet werden mit den Spielzeugen für die Kleinen und Großen umgesetzt. Jährliches Stelldichein der gesamten Branche ist die Nürnberger Spielwarenmesse, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Eigentlich ein Grund zum Feiern und Jubeln, aber nicht alle in der Branche freuen sich über den Besuch in Nürnberg. Ich freue mich überhaupt nicht, heute auf der Spielwarenmesse in Nürnberg zu sein, um zum zweiten Mal den Plagiarius Toy für die dreistesten Plagiatoren im Jahr 98 zu vergeben. Seit 2 Jahren unternimmt der Rechtsanwalt Rido Busse mit seiner Aktion Plagiarius den Versuch, den Fälschern im Spielzeugmarkt das Handwerk zu legen. Innovation kontra Imitation lautet das Motto. An der diesjährigen Preisverleihung wird er vom Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Bernhard Jagoda, unterstützt. Denn Arbeitsmarktargumente machen Fälscher erst recht zu Schmarotzern des Handels und der Gesellschaft. Ich kann nur die Zahlen, die mir bekannt sind, aus dem Arbeitsmarkt berichten. Der Deutsche Industrie- und Handelskammer schätzt, dass wir 40.000 bis 70.000 Arbeitsplätze im Jahr dadurch verlieren, weil eben unrechtmäßig Imitation betrieben wird bzw. nachgebaut wird, ohne dazu berechtigt zu sein. Plagiatoren und Fälscher tummeln sich im Spielzeugmarkt genauso wie im Software-, Uhren- oder CD-Markt. Traditionsunternehmen wie Ravensburger sind vom Abkupfern durch Konkurrenten ebenso betroffen wie kleinere Unternehmen in der Branche. Und rechtlich stehen sie als Opfer von Plagiaten und Fälschungen zumeist schutzlos da. Mit dem Negativpreis Plagiarius für das vermeintliche Kavaliersdelikt Produktepiraterie wird nun im Spielwarenbereich seit 2 Jahren ein neuer Weg beschritten. Selbst mit Copyright versehene Bücher aus dem Ravensburger Verlag sind vor dem Abkupfern nicht sicher.
Plagiatoren machen mit der Fantasie anderer Leute Kasse. Ja, zunächst einmal in unserem konkreten Beispiel ist es so, dass wir eine neuartige Produktform, neue Inhalte gemeinsam mit Autoren, Illustratoren erarbeiten, die auf den Markt bringen. Und wenn sie sich dann durchgesetzt haben, sehen wir regelmäßig, dass andere Verlage es sich leicht machen, ohne die Entwicklungskapazitäten zu haben, unsere Bücher mehr oder weniger exakt nachahmen. Der durchaus renommierte Arena Verlag ist einer der unrühmlichen Preisträger des Spielwaren-Plagiarius in diesem Jahr. Für Ideenklau ausgezeichnet zu sein, macht wohl niemanden wirklich stolz. Deshalb hat der ansonsten dynamische Verlag am Nürnberger Messestand, hier notabene gleich beim Originalhersteller Ravensburger gelegen, eine Stellungnahme verweigert. Es ist eine Genugtuung für uns, dass zumindest im moralischen Sinne der Öffentlichkeit und dem Handel deutlich gemacht wird, dass es Verlage gibt, die sich das Leben sehr leicht machen, indem sie nicht selber innovativ tätig sind und damit natürlich Verlagen schaden, die investieren in Autoren, Illustratoren, die eigene neue Ideen entwickeln. Und gegenüber unseren Autoren natürlich sind wir in der Pflicht, deren geistiges Eigentum zu schützen. Preisträger nützen in der Regel ihre Auszeichnungen als Marketingargument, um die Originalität ihrer Produkte herauszustellen. Wer aber eine Plagiarius-Auszeichnung errungen hat, versteckt sich lieber vor der Öffentlichkeit. Zurzeit kann nämlich nur mit öffentlicher Bloßstellung den Fälschern das Handwerk gelegt werden. Der juristische Schutz eines Originals vor Raubdesign ist noch weitgehend unzureichend. Man muss sehen, wie die Entwicklung insgesamt der Innovation ist, dass die Volkswirtschaften heute innovativer sind als vielleicht vor 50 oder 100 Jahren. Hat natürlich auch die Rechtsprechung sich verändert und ist sensibler geworden. Und das, was ich so überschaue, ist, dass also hier auch höhere Gerichte prägend in ihrer Urteilsfindung und in ihrer Urteilsbegründung sind. Und ich erhoffe mir davon, dass wir dann auch eine gefestigte Rechtsprechung erhalten werden, die auch gleich in der ersten Instanz so wirkungsvoll ist. Waren seit Jahren Hersteller aus Fernost für das Fälscherhandwerk berühmt, so sind heute auch japanische Hersteller wie der Gameboy-Gigant Nintendo Opfer von Fälschungen. Immerhin die Nummer 2 im 10-Milliarden-Markt der elektronischen Videogames. Das Original aus Japan, die Fälschung aus China. Die Gefahr von Nachahmern und Trittbrettfahrern lauert überall. In Fernost ebenso wie in Deutschland. Ich bin natürlich sehr daran interessiert, dass am deutschen Standort sehr viel Beschäftigung stattfindet und nicht Beschäftigung kaputt geht. Und darüber hinaus, dass wir in einem Rechtsstaat sind, wo derjenige, der glaubt, benachteiligt worden zu sein, weil ein anderer abkupfert, sich dagegen rechtlich wehren kann, ist es aber in einer freien Gesellschaft immer von großer Bedeutung, dass man auch derartige Fehlentwicklungen öffentlich darstellt, die Öffentlichkeit darauf hinweist und dafür wirbt, einzusehen, dass eben diese Sache kein Kavalierdelikt ist, sondern schädigend für die gesamte Volkswirtschaft und auch damit für die Gesellschaft. Vorbild und Modell. Wird das Spielzeugmodell selbst zum Modell der Imitation, zum Plagiat, dann ist dies geschäftsschädigend. Und der Fälscher zu Recht geächteter Preisträger. Purer Luxus mit 5 Sternen, wie Auszeichnungen in der Luxushotellerie entstehen. Eine Vielzahl von Führern bewertet heute die Qualität von Hotels rund um die Welt und sie erstellt Ranglisten für die besten, die ruhigsten, die schicksten und die teuersten oder die günstigsten. Diese Guides sind ein gutes Geschäft, denn zumeist kostet die Mitgliedschaft einen namhaften Betrag. Auch die Schweizer Hotels, insbesondere die Luxushotels, können nicht abseits stehen. Denn in einen Führer aufgenommen zu werden, bedeutet Umsatz. Und gerade der war für die gesamte Hotellerie des Landes in den vergangenen Jahren wenig erfreulich. Einst waren Schweizer Hotels der Inbegriff für Gastfreundschaft. Seit Jahren jedoch klagen Kunden über ungenügende Dienstleistungen, mangelnde Infrastruktur und hohe Preise. Tiefgreifende Erneuerung ist angesagt. Das hat auch der Schweizer Hotelierverein realisiert.
Im Rahmen des Projektes Gütesiegel für Servicequalität werden den Mitgliederhotels je nach Kategorie von einer Fachgruppe Maßnahmenpakete vorgeschlagen. Ziel ist da Total Quality Management, das auch in ISO-Zertifizierungen angestrebt wird. Doch der Hotelierverein geht einen eigenen Weg. Es gibt eine Überprüfung durch eine Mystery-Person, die da die Rolle des Gastes wahrnimmt und den Betrieb so richtig auch unter die Lupe nimmt. Und diese Einschätzung wird dann noch ergänzt durch eine Selbsteinschätzung der Leitung, eine Gästebefragung, die auch vom Betrieb durchgeführt wird und eigentlich ganz wichtig noch eine Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb. Das wird konzentriert von uns in Berichte, die wir zuerst intern vorbesprechen und dann der Betriebsleitung auch vorstellen, die Ergebnisse mit der Betriebsleitung besprechen und aus diesen Ergebnissen entsprechende Maßnahmen dann auch ableiten. Es war die Vereinigung der Swiss Deluxe Hotels, die als erste auf den Missstand der Dienstleistungsqualität aufmerksam gemacht hat. Seit 6 Jahren lassen sich ihre Mitglieder wie das Dolder Grand Hotel regelmäßig von Mystery-Personen, das sind Qualitätsinspektoren, überprüfen. Richard Steiner, so nennen wir unseren Mystery-Man, reserviert ein Zimmer für eine Kontrollvisite im Zürcher Dolder. Schon die telefonische Reservation ist Bestandteil des Qualitätstestes durch den Mystery-Man. Dolder Grand Hotel Reservation Oberholzer. Ja, guten Tag, hier ist Steiner aus Frankfurt. Ich würde gerne eine Reservation tätigen. Guten Tag, Herr Steiner. Ja, für welches Datum? Nach 3 Rufzeichen muss der Anruf beantwortet werden. Der Gast wird immer namentlich angesprochen. Auskünfte über Zimmerkategorien und Preise sind höflich und professionell. Die Reservation wird umgehend mündlich und per Fax bestätigt. 24. März für 3 Nächte eine Junior-Suite mit Seeblick zu 700 Schweizer Franken pro Nacht und da ist das Frühstück inbegriffen. Dankeschön. Der Mystery Man bewertet sogleich den Reservationsvorgang. Er ist Mitarbeiter von Ritchie International, einem führenden Qualitätsmanagement-Unternehmen, das weltweit Hotels mit Mystery Männern testet und sie berät. Der Mystery Man ist ein Inspektor eines internationalen Inspektionsunternehmens, der während 2 bis 3 Tagen in unseren Hotels sich aufhält und eben all diese Standards abcheckt. Dabei hat er eigentlich kaum Möglichkeit, eine subjektive Beurteilung vorzunehmen, weil die Standards so formuliert sind, dass der Inspektor nur sagen kann, Standard erfüllt oder nicht erfüllt. Ankunft von Richard Steiner im Dolder Grand Hotel, seit 100 Jahren eine der besten Adressen Zürichs. Nicht ganz so gut und vom Mystery Man negativ vermerkt, an der Uniform des Portiers fehlt ein Knopf. Überhaupt scheint es, dass die Uniform etwa gleich alt wie das Hotel ist. Von der Ankunft bis zum Einchecken hat der Mystery Man bereits auf 20 Standards, die vorgegeben sind, geachtet und wird sie in seinem Report festhalten. Während seines 2-tägigen Aufenthaltes überprüft der Mystery Man gesamthaft 1500 Standards. Standard Nummer 57. Rein. 5 Minuten nach dem Check-in muss das Gepäck im Zimmer sein. Abend. Diese Kriterien haben die Swiss Deluxe Hotels gemeinsam mit Ritchie International aufgestellt. Sie gelten heute weltweit als die beste Qualitätskontrolle von Dienstleistungen in der Hotellerie. Mystery-Personen haben langjährige Erfahrung in der Hotellerie und kennen die Orte, die beim Zimmerreinigen vergessen gehen können. Und sie sind vertraut mit dem Ärgernis, wenn der Fernsehapparat notorisch verstellt ist. Alles Standards, die geprüft und benotet werden. Wird am Hemd, das in die Wäscherei gegeben wird, der fehlende Knopf nicht ersetzt, ist Standard 205 nicht erfüllt. Kommt im Bad nach 8 Sekunden kein warmes Wasser, Standard 263, gibt's Abzüge in der Benotung. Und der Direktor fühlt sich beleidigt. Die erste Reaktion ist immer wieder, man ist so etwas angegriffen. Aber diese Gesellschaft, die diesen Report verfasst, weiß, mit dem Ego umzugehen von den Hoteliers, was übrigens sehr wichtig ist, dass man sie auch aufnimmt als eine Kritik, wo man etwas verbessern kann. Und da kommt dann eigentlich der Wert von dieser ganzen Inspektion, wenn man das auch den Leuten kommuniziert und die Fehler wirklich auf den Tisch legt und dann sie dann verbessert und ganz konstruktiv dahinter geht. Ich hätte gerne einen Salat.
Mit italienischer Dressing. Der Roomservice ist für viele Hotels ein leidiges Thema. Er ist personalintensiv und selten kostendeckend, selbst bei happigen Preisen. Deshalb testet der Mystery Man auch ein Nachtessen auf dem Zimmer. Allein für den Roomservice achtet er auf 41 Kriterien. Der Qualität der Speisen gilt nicht das Hauptaugenmerk. Die Mystery-Personen sind keine Gastrokritiker. Allerdings achten sie darauf, ob der Seeteufel gebraten ist wie bestellt oder gegrillt. Das wichtigste Thema der Inspektion ist die Zeit. Am meisten Bewertungspunkte verspielt sich der Betrieb, wenn er die Speisen nicht rechtzeitig liefert. Auf diesen Punkt achtet der Mystery Man genau. Rechtzeitig gemäß Standard 345 heißt 25 Minuten für eine warme Mahlzeit, für ein Frühstück 15 Minuten. Standards sind Normen, was nach strenger Maßeinheit tönt. Heutige Kundenwünsche jedoch erfordern Flexibilität. Wir sitzen zweimal im Jahr zusammen und schauen diese ganzen Kriterien an und ändern sie, passen sie wieder an. Es gibt auch neue, die dazukommen. Wir lassen gewisse fallen, die kein Thema mehr sind. Es ist etwas, das lebt. Das sind auch diese 1500 Standards, die wir haben, die möchten immer sehr gern kopiert werden von anderen Organisationen, weil wir nehmen das wirklich ernst und arbeiten daran. Einmal Kriterien aufzustellen und dann 10 Jahre später sind die nicht mehr aktuell. Die sind nicht mehr aktuell nach einem Jahr. Wer regelmäßig im Hotel Internet benutzen will, kennt den unsäglichen Kampf um den Anschluss ans World Wide Web. Heutiger, kontrollierter Standard ist sowohl ISDN wie Analog-Modem-Anschluss, was Investitionen in die Hardware bedingt. Letztlich entscheiden Einrichtung und Dienstleistung darüber, ob man in der erlauchten Luxusgilde dabei sein kann. Die Aufnahmekriterien sind klar. Erstens Erfüllen der Inspektionskriterien, also der 1500 Standards. Zweitens Besuch einer Gruppe von Hoteliers, die Hardware anschaut und begutachtet. Auch dort gibt es zahlreiche Standards, es sind nicht 1500, es sind etwa 300, die aber offen, ich meine, physische Elemente kann man ja nicht so leicht verschieben und ändern, die offen von einer Gruppe von Hoteliers gecheckt wird. Und aufgrund dieser beiden Berichte wird über Aufnahme oder Nichtaufnahme entschieden. Sind alle 1500 Standards gecheckt, verfasst der Mystery Man einen Schlussbericht. Negativeindrücke werden ein zweites Mal überprüft, um sicher zu sein, dass die missglückte Dienstleistung ein einmaliger Ausrutscher und kein Missstand war. Wer in allen Testbereichen 80% der Punkte erreicht, hat die Inspektion bestanden. Im Schlussbericht mit Fotos werden sowohl Missstände wie erfüllte Dienstleistungen aufgelistet. Die Servicequalität der Hotels ist schließlich auch Maßstab für die Ranglisten, die in Zeitungen und Zeitschriften erscheinen. Die Liste des Institutional Investors ist wohl weltweit die bekannteste. Und die Schweizer Hotels schneiden dabei nicht schlecht ab. Das Dolder erscheint gar als Helvetiens Nummer 1. Wenn man Nummer 1 ist, ist es fantastisch. Der ganze PR-Effekt, das freut uns sehr. Auf der anderen Seite, wenn es schief geht, dann muss man einfach ehrlich sein und dahinter gehen und sehen, wo es schief gegangen ist. Leider kann man das nicht herausfinden, weil meistens die Publikationen sagen einem nicht die Details, so wie das Resultat zustande kam. Aber es ist vom PR-Effekt her, finde ich, es etwas sehr Positives, solange man vorne dabei ist, das ist klar. Ranglisten von Zeitungen und Hotelführer sind stets im Wandel unterworfen. Bei Swiss Deluxe Hotels ist der Wandel integraler Bestandteil der Qualitätserhaltung und Förderung. Nur so ist zu verstehen, dass eines der wohl bekanntesten Schweizer Hotels, das Bad Rutz Palace in St. Moritz, nicht mehr zur Gilde der besten Hotels gehört. Thank you.
einspuriger Lenksportschlitten eingetragen. Hergestellt wird das Gefährt seit 1911 in der Schreinerei Ruby in Grindelwald. Die 28 Einzelteile des Velo-Gemmel, wie der Volksmund das kuriose Gefährt nennt, werden in Kleinstserien hergestellt. Die Jahresproduktion beträgt gerade 50 Stück zum Verkaufspreis von 395 Schweizer Franken. Natürlich ist es für die Mitarbeiter der Herstellerfirma Ehrensache, mit dem Gemmel zur Arbeit zu fahren. Wer gut Velo fährt, fährt auch mit dem Velo-Gemmel gut. Allerdings vorzugsweise doch nur runter. Ja, also der Velo-Gemmel ist nicht nur konstruiert für Talabfahrten, auch für auf ebenen Stücken. Da muss man schon mit den Beinen sich sputen. Seit dem Erfinderjahr 1911 wird das antiquierte Gefährt gleich hergestellt. Neuerdings als Abwandlung auch als Kindermodell. Der Velo-Gemmel, am ehesten noch mit dem Tretvelo der Draisine vergleichbar, hat heute Verehrer rund um den Globus. Dass der hölzerne Sattel wenig Fahrkomfort bietet, stört die Kunden weder in den USA noch in Japan oder in Australien und Neuseeland, wohin Gemmels als Souvenir von Feriengästen mitgenommen wurden. Das Unikum aus der Schreinerei in Schwendi bei Grindelwald hat so das Markenzeichen seines Herstellers in die ganze Welt getragen. Natürlich kommen die weltbesten Gemmelfahrer aus Grindelwald. Ihr Trainingsvorsprung gegenüber auswärtiger Konkurrenz ist immens. Der amtierende Weltmeister Hänsel Brunner bereitet sich trotzdem seriös auf die Titelverteidigung vor. Und er hat auch Geheimtipps für die rasante Fahrt. Zum Beispiel die Speckschwarte. Das ist ein uraltes Rezept von meinem Großvater. Und damit schmiere ich die Kufen ein, damit der Velo-Gemmel besser auf dem Schnee, also schneller auf dem Schnee läuft. Die WM-Strecke ist am heutigen Trainingstag für die Gruppe von Hänsel Brunner nicht in bestem Zustand. Höchstgeschwindigkeiten liegen heute nicht drin. Doch sonst geht's rasant bergab. So 70, 80 kann die schon werden, wenn die Unterlage hart ist. So wie im Moment ist eher weich. Da muss man eher gemütlich fahren, sonst macht man dann ein Salto. Mit oder ohne Salto, die Weltmeisterschaft im Velo-Gemmel ist seit 4 Jahren fester Bestandteil des Grindelwaldner Veranstaltungskalenders. Gemeldet in diesem Jahr 180 Gemmler aus 5 Nationen. Für mich ist der Reiz ganz klar, dass es ein Instrument ist, das aus Grindelwald kommt. Es ist aus Holz, es ist Natur, Instrument, das man eben draußen im Schnee, im schönen Wetter benutzen kann. Wo es nicht runtergeht, wird marschiert. Für den Weltmeister, der im Sommer passionierter Mountainbiker ist, kein Problem. Die Titelverteidigung ist das erklärte Ziel von Hänsel Brunner, denn die Weltmeisterehre bringt manche Annehmlichkeit. Man wird auf der Straße sicher ein paar Mal angefragt und so Weltmeister, wie geht's? So, aber das ist mehr auf der Spaßseite gemeint. So. Auf diesen Spaß muss Hänsel Brunner nun leider verzichten. An der Weltmeisterschaft vom zweitletzten Märzwochenende erreichte er nur den 2. Platz.